Willkommen, Freunde, zurück zu Jauma. Wir sind auf Omikron endlich angekommen. Nach einigen Problemen haben wir es endlich geschafft. Wir sind ja noch auf der Suche nach einem Kampfanzug, damit wir dann mit dieser Aufzugplattform in den Untergrund fahren können und nicht von dem Wasserdruck zerdrückt werden. Deswegen sind wir halt jetzt hier und Omikron sieht auf den ersten Blick recht uneinladend aus. Ja? Hier liegt es bei der Hantel und so, das ist schön und gut, da können wir ein bisschen trainieren. Aber die Leichen wollen jetzt nicht zu meinem Wohlbefinden beitragen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Naja, das haben wir uns auf jeden Fall alles letztes Mal schon angeguckt. Gut, gut, gut. Und das ist natürlich kein Kampfanzug. Den können wir jetzt nicht einfach so nehmen. Das ist super. Ja, hier sind wir hergekommen. Das ist die Schleuse. Sieht man hier alles so ein bisschen zugewachsen. So, hier geht's nicht lang. Hier ist auch alles zugewachsen. Und hier läuft irgendein ein Zeug aus. Habe ich schon mal gesagt, dass mich das Spiel an Alien, also Leichen. Er ist ja schon gut. Das erinnert mich auf jeden Fall daran. Boah, ich hoffe, ich werde nicht wieder gejagt, ey. Oh Mann, ey, das war echt nicht schön. Das war schon vom Spiel her gut gemacht. Hallo? Ich bin ja schon leise. Robot Repair Bay. Dispatch, Containment und Dive Room. Der Dive Room. Hä? Was war denn das jetzt? Ist da... Ach, wir werden auch hier schon wieder gejagt. Oh, ich habe auch keine Lust mehr. Ich gehe jetzt. Da unten ging es auch noch irgendwo lang. Hallo, ich bin's. Hallo? Das Reinigungsfachpersonal ist da. Wir sollten uns wegen dieser Pflanze doch hier mal vorstellen und einen Kosten voran. Hallo? Das war doch so ein Ding jetzt, oder? Haben die da daran herum experimentiert? Ich muss auch da drauf drücken, wenn es rot ist. Das ist ungeschriebenes Gesetz bei mir. High Security Area. Das ist mir auch schon aufgefallen. Labor. Also hier sollten wir auf jeden Fall nicht sein normalerweise. Ich glaube, hier haben wir gar keinen Zugriff. Guck mal hier, selbst die ganzen Rohre sind schon auseinandergegangen in dieser Pflanze. Hallo? Medical Bay, Dive Room und Dive Storage. Was ist denn der Dive Room? Wir tauchen doch hier überall quasi. Vielleicht kann man da untertauchen. Von dem Monster. Es ist... Okay, der war schlecht. War wieder Walle-Niveau. Wobei Walles Witze immer schlechter werden, habe ich das Gefühl. Meine haben ja fast noch... Fast noch Niveau? Was ist das? Das war nicht das Ding. Also, das war mir irgendwie klar, aber das hat sich... Hat sich das Geräusch nicht gerade bewegt? Das machen Geräusche doch. Aber ich habe überhaupt keine Orientierung hier gerade. Gucken. Bin ich jetzt irgendwo gegengelaufen? Ja, das ist Medical Bay, glaube ich, hier. Das Krankenzimmer, der Krankenflügel. Ich höre das schon. Da atmet jemand. Da fällt mir gerade ein, dass ich noch eine Wette einlösen muss. Und zwar soll ich atemlos singen. Das mache ich jetzt gleich irgendwann mal. So, was mache ich denn hier gerade? Ist das auch eine Schleuse? So ein Torpedoschacht. Achso, hier ist auch so ein... Okay. Das sieht... Aber weniger wie die Krankenstation aus, eher wie so, wie eine, Isolierstation. Weil hier kommt ja auch keiner raus, das ist ja alles abgetrennt hier, das ist ja mit Scheiben und so zu, aber sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, also so mit Meeresblick könnte schlechter sein. Na gut, hier ist nichts, aber da hinten läuft irgendetwas rum. Aber das ist keines von den Dingern, die wir bisher gesehen haben.
Es hört sich so an, als wenn das jemand im Taucheranzug wäre, der hier den Gang hat. Rauf und runter läuft. Aber wir sind eigentlich der Einzige. Ach, ist gar nicht. Ach, ich dachte, hier wäre auch eine Scheibe. Dann ist das gar nicht so getrennt. Und das ist, glaube ich. Ist das. Ist bestimmt eher ein Bild. Ist gar kein Fenster nach draußen. Wir sind bestimmt gar nicht der einzige Hybrid. Okay. Aber wo kommt denn das Atmen dann bitte her? Wer röchelt denn da? Darth Vader! Darth Vader, bist du es? Der dunkle Lord. Na gut. Okay, hier geht's auf jeden Fall ja dann weiter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas übersehen habe. Ich muss mich da nur mal entschuldigen. Ich übersehe immer sehr oft irgendwas, aber ich finde eigentlich. Ja, in Summe habe ich recht wenig übersehen. Gut, das weiß ich nicht, weil sonst hätte ich es ja nicht übersehen, aber ich bin da recht gründlich. Also, sorry, wenn ich was übersehe, aber ich versuche mir wirklich alles anzugucken. Aber wenn man so gejagt wird, wie in den letzten Folgen zum Beispiel, ist es ja auch gar nicht so einfach. Ich weiß auch gar nicht, warum die Entwickler gerade bei solchen Leveln, wo man dann gejagt wird, da wichtige Informationen irgendwo hinlegen können. Das kann sich doch keiner angucken, da hat man noch nicht die Nerven für. Naja, gut. Hallo. Boah. Also die Geräuschkulisse ist schon. Gut gemacht. Gut gemacht. Sehr solide gemacht. Ja, da sieht man wieder so eine. Für so eine Geräuschkulisse. Gut, das guck mal hier. Omni-Tool. Aber. In kaputt. Hallo? Gut, dann gucken wir mal, was wir hier liegen haben. Und zwar ein Tablet. ARC-Team-Checkliste. Kampfanzüge überprüft und einsatzbereit. Jasper bestätigt. Omikron-Scans sind in der ARC. Catherine bestätigt. Ausrüstung und zusätzliche Rationen geladen. Iwaschken bestätigt. Aufzugsplattform für Gewicht kalibriert. Alan bestätigt. Kranführer bereit von Alan bestätigt. Omikron steht in 2 Tagen für Abholung bereit. Ems bestätigt. Okay, das Wichtige für uns sind die Kampfanzüge bzw. der Kampfanzug. Und dann eigentlich, dass die Aufzugsplattform kalibriert ist. Genau, dass wir dann damit runterfahren zur ARC. Das wird eine arge Sache. Was haben wir hier? Heimat zu Kampfanzüge, ordnungsgemäße Benutzung. Das haben wir uns schon durchgelesen. Könnt ihr euch natürlich gerne nochmal angucken, wenn euch das interessiert. Hier einfach kurz Pause machen und weiter geht's. So, Teamfoto nochmal. Das hatten wir aber auch schon mal, oder? Bisschen dunkel hier gerade leider. Kann man nicht so gut erkennen. So, Catherine, was ist los? Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. Yeah. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean. I'm kind of in a suit. Das hast du doch schon mal gefragt. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. The Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Aber? Okay. Aber wir haben Catherine das doch schon mal gefragt. Wir haben doch gesagt, ey, wir stecken doch schon in einem Kampfanzug oder in einem Tauchanzug. Wie können wir denn dann noch in den
Kampfanzug reinpassen. Und sie meinte so, das ist gar kein Ding, die sind nämlich normalerweise etwas größer, dann passt das. Ey, und jetzt wieder ganz neue Dinge und vor allem einen anderen Körper, das ist kein großes Ding, einfach den Körper zu wechseln. Für mich ist das eine große Sache, wenn ich meinen Körper wechsle. Mann, ich verstehe nicht, wie die hier alle drauf sind. In den Spinden, ja, ich hole da jetzt rein. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man mit dem Leben nur... Wie kann man das Leben so wegwerfen, da so locker mit umgehen und dann einfach den Verstand in eine Kiste tun und dann denken, das wäre... Oder versuchen zu denken, das wäre dasselbe. Das, nein, für mich gehört Verstand und Körper einfach dazu. Das ist eine Symbiose, das ist eine Einheit. So, genug philosophiert. So, Spind B ist zu. Hier ist alles zu. Oh Leute, was haben die denn damit gemacht? Haben die verkauft oder was? Bei eBay. Ach, guck mal an. Das ist ein Kampfanzug? Ein Krampfanzug! Oh, God. Nice. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Wow. Alter Schwede, warum ist der Kopf weg? Krass. Boah, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Boah. Aber das ist für uns ja jetzt auch kein Problem, nach dem, was wir bis jetzt ja so miterlebt haben, in so einen blutigen Körperanzug hineinzugehen. Okay, Heimatsu Kampfanzug. HKA Ortung und HKA Aktivierung. HKA Information. Ein Hochdruck-Kampfanzug, der einer Temperaturspanne von 50 bis minus 75 Grad Celsius standhalten kann, wird im Inneren, gemäß Standardeinstellungen, gleichbleibend 40 Grad herrschen. Der Anzug schirmt den Träger automatisch vom Druck ab und kann den Normalwert von 1 ATM bis zu einer Tiefe von, Kinder, hört gut zu, 5000 Metern beibehalten. Der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers, was jetzt bei dem Anzug nicht mehr der Fall ist, und kann die Risiken von Schock, Hyperventilation und sogar Dehydrierung reduzieren. Benutzung. HKA-Benutzung. Der Anzug kann über rotierende Hals- und Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Helms einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein. Interessant. Normalerweise aber kann ein Anzug von jedermann getragen werden. Das ist dann wahrscheinlich jetzt hoffentlich auch der Fall. HKA Controller. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Hauptleitwert, den Puls, die Hirnaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. Ah, ich bin ja... So ein bisschen Restzweifel sind ja doch noch vorhanden bei mir. Ja, ich gucke mich hier um. Do not operate machinery without safeguards. Entschuldigung. Ja. Kann man denn hier dann schon... Okay. Was war das denn hier? ACD, ne? D ist das denn? Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. Set pattern.
The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here, if that's okay. I'll be back. Ja gut, super. Wir haben eine kleine Einkaufsliste hier. Dann lassen wir das hier so lange. Um die Tour. Okay. Was hier ist? Eine Schleuse. Okay. Achso, hier können wir dann später erst. Dann müssen wir erst wieder zurück. Come on, we need to get a Cortex chip, ein Akku und etwas Strukturgel. Okay, hier geht's dann später wahrscheinlich erst. Na gut. Ist denn hier auch schon irgendwas? Das Strukturgel bestimmt. Nein. Cortex-Chip, ein Akku und Strukturgel. Und wir sind bestimmt nicht alleine, während wir das suchen. Oder? Kerosin. Ja, hier liegt viel herum, aber scheinbar nichts, was wir brauchen könnten. Aber hätten wir es nicht eben dann auch schon finden können? Ist das denn hier überhaupt? Aspirin. Ist das statt da wirklich Aspirin? Aspirin. Boah, was ist das nochmal für eine Formel? Wofür? Ist das nicht eine Salzlösung irgendwie? Wenn das einer weiß, gerne in die Kommentare. Ich bin einfach, Mann, ich bin so dumm. Ich habe so vieles mittlerweile wieder vergessen aus der Schulzeit. Physik, Bio, Chemie. Das ist schon manchmal so ein bisschen erschreckend. Man braucht aber auch so vieles einfach nie. Naja. Dann gehen wir jetzt echt wieder zurück. Hallo? Hallo. Das vielleicht hierher? Kommt das hierher? Was ist hier los? Scheint nicht so gut zu sein, uns mit der Pflanze näher... in der Nähe dieser Pflanze aufzuhalten. Na super. Also Robert Repair Bay, das ist dann ja wohl da, wo wir den Chip kriegen können, oder? Achso, genau. Jetzt sind wir hier wieder in der Eingangshalle von Omikron. Und dann könnten wir hier dann zu dem Containment-Bereich gehen. So, was haben wir hier? Oberbereich, Mittelbereich, Unterbereich. Das ist der Oberbereich. Wir sind nach oben gegangen eben. Dann waren wir doch da. Und Containment, Power Room, Mess Hall in dem Mittelbereich. Würde ich. Okay, da kommt keiner. Logic. Da sind wir jetzt gerade. Nein, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ach, so ein Mist. Kann doch nicht sein. Fehler erkannt. F3 Maschinenraum. Grundsystemüberlastung. Umleitung des Hilfsprogramms wird gestartet. Was? Okay, wir müssen jetzt alle. Okay, hä? Wie müssen wir das denn dann?
Hey! Lockdown aufgehoben. Das ist schon sehr gruselig hier. Muss ich mal so sagen. Haben wir hier irgendwas Sinnvolles? Nee. Ja, ein bisschen aufräumen. Kann man machen. Guck mal, ein Mainboard. Ist das Mainboard? Was ist das hier? Keine Ahnung, was hier alles so rumliegt. Südhalle. Hallo, ich bin's. Ah, guck mal. Ein Roboter, der gerade repariert werden sollte wahrscheinlich. Ja, das ist dann hier... Genau, Repair-Gedöns. Dings da, Repair-Bay oder Robot-Repair-Bay. Ah, guck mal, der kleine Buddha. Hier kann man jetzt aber den PC... Nee, da kann man nicht dran. K8, UH8, Bull, UH3 und Topa M, UH9. Frontlights, Floater, Antenne, Antenna, Engine. Was haben wir hier? Formeln. Naja, dann mache ich jetzt noch die zweite Ableitung. Oder die dritte Ableitung, damit ich dann den Wendepunkt auch überprüfen kann. Das ist wichtig. Sonst können wir hier gar nicht den Anzug finden. Kolossal wichtig ist das. Hi, Nadu. Ach, wie krass. Guckt euch das mal an. Boah, das sieht richtig krass aus. Und dann hängt er auch noch hier dran. Nee, hängt er gar nicht. Ja, läuft bei dir nicht mehr. Also, es, ja. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Alpha Take, das ist zu Alpha. The Heart of Alpha. Störung? Audio Player, 16.01.2014, ausgehend Zeta. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Really, Herbie, leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Well, okay, then. Stay safe. 25.12., also erster Weihnachtstag. Die dann auch Weihnachten gefeiert haben. Ich weiß es nicht mehr ausgehend. ACR. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right. Heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Oh, das ist die, please woher respond, wir den Anzug Tau? Haben wollen. Die Tote mit dem unable Kopf. To connect. Ohne Kopf. Lumar relay out of range. Yeah, yeah, I get it. Unable to connect. Lumar relay out of range. Geil. Ja gut, ich mache eine kurze Aufnahmepause an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und da gucken wir uns dann mal an, dass wir den Kampfanzug kriegen, beziehungsweise dass wir Akku, Strukturgel
Und natürlich auch noch die dritte Komponente, und zwar den Cortex-Chip finden. Dann geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!